So kommt vielleicht auf der anderen Seite aus, aber sobald wir durch sind, müssen wir eh hoch. Haben schon 9. Wir sind hier noch. Ach, wir gehen hier gleich hoch, kommt. Sonst wird das Ganze etwas zu spät. Leider. So. Jep, raus da. Ich glaube, das mag Schwafi nicht. Busstopp. Pferd. Los geht's. Dann Richtung Heimat. Kurz ein bisschen noch gucken, was hier so geht. Ein bisschen Stuff verkaufen. Das kann weg. Dwarfrolle. Das, das. So, perfekt. Ich habe kein Eisen mehr. Echt jetzt? Shit. Halt, aber kurz noch einräumen alles. Das kommt weg. Raps. Geod. Slime. Schrott. Schrott. Aufräumen, aufräumen. Kupfer kommt rein. Da unten kommt noch schnell die Dings rein. Das hier. Da brauche ich noch das Pferd. Mitkommen. Muss ich schauen, ich glaube, ich habe von irgendjemandem, glaube ich, den Geburtstag vergessen. So, das ist morgen früh durchgebrannt. So, kurz mitkommen, Tucker. Schmeißen das wieder zurück. Winterroot können wir auch gleich noch aufräumen, wenn wir schon dabei sind. Eine war hier. Zack, zack. Zack. So, haben wir verkauft. Du musst Pferd aufräumen, alles weg und dann passt es. Halt, richtig einparken, sehr schön. Baum rütteln, mitkommen. Ah, guckst du mal, was wir hier zu machen. Also süß. Ah, knuffig. Schönes Dino-Ding da. Ah, traumhaft, traumhaft, traumhaft. Ich würde gerne auch noch die letzte Statue da kriegen. Aber ich finde, das heißt, es könnte für einen Verein eigentlich allgemein interessant sein, sich mit jedem, mit dem man es anfangen könnte, besser anzufreunden. Na? Aus dem Hintergrund kann die ganze Szene dann getriggert werden. Das war halt schon ein Aufwand. Nee. Gas hat in 2 Tagen Geburtstag. Kikariki! Oder auch nicht. Oh, es regnet. Sehr schön. Fortune Teller, heute Hänse. Oh Gott. Hallo. Danke. Luna? Dad? Wo ist mein Taschengeld? $200 am Tag. Was? Und ich brauche Floppen, Alter. Kevin, du bist mit Stimmbruch. Nein, Kehlkopf. Was? Oh, jetzt wird's böse, Alter. Mach mal auf. Passt. Ja, es macht Sinn, alles auf Max-Herzen zu bringen. Oh, nö. Mach ich aber nicht. Das ist zu viel Aufwand. Bin zu faul. Vergiss es. Ich quäl mich nicht. Muss ich mit dem verstehen. Das war schon ein Einschluss meiner eigenen Natur nicht. Flop, 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 flop. Hä? Pulli? Sekunde. Bei dem müsste aber noch einer liegen eigentlich. Ah ne, den habe ich wieder mitgenommen, genau. Hi. So, dann schmeißen wir uns die Sache wieder rein. Sekunde bitte. Kein Käse-Boogie. Nein, 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 den bringen wir erst rein. In den Keller. Und lassen ihn verarbeiten. Ja, ja. Weil da haben wir ja die Todesproduktionsstätte. Zuschauer wollten es haben. Gut, dann machen wir es auch mal. So, da läuft alles, da läuft was, da läuft was. 1, 2, 1, 2. Da wabbelt alles, aber hier noch nicht. So, perfekt. Wir müssen ja ein bisschen mit interagieren mit den. Ja, es sind gute Vorschläge. Es freut mich auch, dass so viel aus der Community jetzt gerade rauskommt. Das ist echt toll. Das ist echt schön, schön, schön. Vor allem hilft mir das echt weiter. Also ein paar kleine Geheimnisse noch zu lüften von Stardew Valley. Weil es doch umfangreich ist. Sehr umfangreich sogar. So, her damit. Taka, du bleibst gesund und munter. Wir gucken mal kurz hier rein. Jupp, sieht gut aus. Kuckuck, ich bin's, der Verrückte. Nein, der Futterspender ist wieder hier.
Er meckert gleich wegen unseren Eiern wieder, dieser Bastard. Weil sie unterschiedlich groß sind, aber wir sind auch alle Individuen. Und so wollen wir auch behandelt werden. Hä, ich fand nicht das Who? Ah, hab ich schon. So wollen wir auch alle behandelt werden. Denn wir sind individuell, genau wie unsere Eier. Freiheit für die Eierlegung. Boykottiert die Namen und Jean und Isos. Wir wollen unterschiedlich große Eier, weil wir unterschiedlich charakterisierte Hühner sind. Ja. Außer die Schwarzen, das sind Bastarde. Oh oh, Rassismus unter Hühnern. Könnte man es wohl zumindest sagen. So, also gehen wir's. Euterherr oder Möpse, je nachdem ihr es betiteln wollt. Oh, mal haben Sie mal keine Wolle heute? Ist eine Faszination ausgebrochen, meine Damen und Herren? Darf ich sie melken, ohne dass ich das Schaf antue? Ja, genau, perfekt. So, ui, das ging jetzt mal echt zügig. Faszination hier. So, und nein. Ja, perfekt. Oh, heute ist es, glaube ich, rar mit den unterschiedlichen Eiern. Krass. So, Babes, was geht? Kermit, du hattest schon deine Schwangerschaft. Keks, ist Kind von Kermit. Kuchen war auch ein Kind von irgendwem. Ich glaube von Mrs. Piggy, oder? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung mehr. So. Charlene! Nein! Ah, er geht wieder. Aber ich bin schon froh, wenn die erwachsen ist. Heute ein paar Tage, dann sollen sie Eier legen. Dann gibt es noch mehr Dinos. Das erste Ei kommt dann gleich in den Inkubator. Und das zweite Ei kommt dann in, ah ja. Gut, dann könnt ihr mich mal, dann... Ich probiere doch mal Glück hier random und dann funktioniert das nicht. Nee. Dann melke ich euch morgen, Freaks. Wenn es morgen nicht klappt, dann gibt's was Goschen. Ihr müsst euch erstmal wieder refinanzieren, meine Kinder. Oh, das ist fertig, sehr schön. Wie erwartet. Punktlich. So. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sagt auch immer unterschiedliche Eier. Nur die schwarzen Hühner, die sind sich da ziemlich einig, was ihre Eierordnung so anbetrifft, ne? Aber die anderen, die haben da echt null Bock irgendwie. Das ist... Die sind wenigstens so nett, machen Einheitseier. Aber die anderen, nö. Nee. Warum denn? Na klar, mitkommen. So, sehr gerne mal. Es ist soweit. Wir weihen unsere Mühle ein. Was war das nochmal? Jetzt muss ich überlegen. Jetzt kommen wir nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr drauf. Was war das nochmal? Oh oh, Posey killt mich, wenn ich das jetzt nochmal frage. Ich guck nachher selber in der Wiki nach. Ist gesünder. So. Alles mal durchlegen hier. Zack. Ich glaube, Weed können wir auch noch im Herbst ansetzen, ne? Lass mal das unten mal ein Weedfeld sein. Also Regentage sind echt genial, du. Müssen die Tiere nicht raus, nehmen wir kurz durchknuddeln. Gut, kostet nicht wirklich Zeit noch, die jetzt auch noch rauszulassen. Aber irgendwie kopftechnisch ein bisschen spannender. So, jetzt gucken wir hier mal kurz. Oh ja, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Ach, kann ich einfach reinschmeißen, so richtig YOLO. Okay, und jetzt? Sehe ich dann, wenn das rauskommt? Was passiert da jetzt? Hallo? Flieg selber rein. Kommt da Blut raus, voll die Fontäne. Blätsch. Also das nächste Mal müssen wir definitiv noch Weed kaufen. Kann man gleich mal machen. Alt. Okay, das war falsch. Da ist eine Winterroot drin. Was ist denn der Scheiß? Ah, gucken wir gleich mal danach. Da muss noch was in die Kiste hier. Und zwar Deodö. Ich möchte sehen, wenn das rausploppt. Ich möchte wissen, wie lange das dauert, wenn das nicht ewig dauert, dann braucht man echt eine zweite Mühle dafür, weil die eigentlich 24/7 durchläuft. Das sind immer diese Überlegungen.
Hä? Achso, die Sony kann ich verkaufen. Haben wir eigentlich noch Diamanten? Was kosten die Dinger zum Bauen? Ach du heilige Scheiße! 5 Gold, 2 Iridium, Battery Pack. Ja, daran scheitert es gerade am Battery Pack. Warte mal, hat Posey da nicht noch irgendwo welche reingeschmissen? Nee, da ist noch Käse drin. Könnte ich jetzt eigentlich mal verarbeiten. Jetzt sag, lass ich einfach da, wo es ist. Was ist da drin? Ah ja, anderes Zeug, okay. Können wir Käse mal verarbeiten. Battery Pack, ja, da würde ich jetzt gerne auf ein Gewitter hoffen. So, dann kommen wir aber vorher noch her, machen das ein bisschen anders. Da wir jetzt ein paar Battery Packs mehr brauchen zukünftig, müssen wir dafür schauen, dass wir, wo kommt die Milch jetzt her? Egal. Dass wir ein paar Blitzableiter mehr haben. Strange Bunny, ja, stimmt, war ja was. Können wir noch kurz gucken. Taka, Attacke. Falls wir es vorher nicht anmachen, kommen wir zurück, brennt der ganze Hof. Yay. Nein. Die ganze Arbeit, ey, ich würde kotzen. Wir spielen auch so, haha, machen Autosave. Nein. Ey, ist ja gemein. Hi, Shane. Oh, wir haben's. Ja, gleich mitnehmen den Scheiß. So. Und dann kurz in die Kneipe. Shane will ein Bier ausgeben. Steht er ja drauf. Der alte Säufer. Ab. Ab. Gott, Mann, du schimmelst noch wärm Laufen, so langsam wie das geht. Ja, ja, der Favorite Thing, bla bla. So, gehen wir jetzt kurz zurück. Tun das verarbeiten und mache auch gleich im Gegenzug einen Dingenskirchen. Wie heißt's? Apropos Gewitter. Boogie, du Volldepp, wir haben Gewitter. Ah, meine Fresse. Iron Reefenite und Batwing. Okay, das kriegt man hin. Das. Reefenite. Ich habe kein Reefenite Quarz mehr. Ach komm, Alter, jetzt kotze aber. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt bin ich das eine schon mal fertig. Yay. Ach stimmt, ich habe die ganzen Böden draus gemacht. Vor kurzem. Schande. Ich glaube, das brennt schnell. Es müsste gleich fertig sein. Klang, warte mal auf jeden Fall. Weil ich möchte da nicht so viele Blitzableiter wie möglich jetzt basteln. So, du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein. Dich behalte mal. Und du machst mal kurz eine das Ding verarbeiten. Hä? 5-mal im Chat? Was? Strange Bun. So. Dann kann der Diamant erstmal kurz wieder zurück. So, dann gucken wir kurz nach dem Zeug. Auch noch. Gut, dann gehen wir erstmal kurz zu Winston. Wo wohnt denn der Freaker eigentlich? Kennen Sam? Hä, wo wohnt der? Marnes Haus, Blacksmith. Wo wohnt denn der? Wo wohnt denn der nochmal, der Hund? Chillt mal. Ja, ja, ich kann euch immer alles denken. Chillt halt 5-mal im Chat. Ist halt so. Vincent, wo wohnt denn Vincent nochmal zum Teufel? Fischer, klar, Elliot, nee, Blacksmith, da war die Schule, das ist der Joja-Markt. Home of George, Evelyn und Dings. Community Center ist klar, da wohnt der Sebastian Manu, genau. Wo wohnt denn der kleine Pisser? Jody Kent und Sam.
Willow Lane 1. Willow Lane 1, Mann. Ja, danke, Pose. Hier sind viele Straßenbezeichnungen, komme ich gar nicht mit klar. Town Square. Saloon. Caroline Abigail. Sag mal, wo sind da kleine Tacken? Ich komme gerade nicht drauf. Wollen wir nicht bei Marne? Nee, da wohnen ja die zwei. Das passt ja. Neben Emily und... Was, Posi? Chill doch. Ach da, echt jetzt? Okay. Das Ding hässlich. Ja, weil da nichts von Vincent dran steht. Außerdem muss ich einen Straßenname bitte. Meine Güte. Ja, Joja-Markt, das ist mir klar. Ich habe nur gesagt, da ist ja der Joja-Markt für mich selber. Das ist im Joja-Markt, die Wohnung ist mir klar. Wobei. Vielleicht hat man da ausgesetzt. Vielleicht wurde er vergessen. Vielleicht war es ein stellvertretender Arbeiter. Wer weiß, wer weiß. Ne. Nein, die Starflut. Ach, okay, mit der nächsten Erde kommt sie wieder. Da ist nochmal eine kaputt gegangen. Ah, legt mir doch Morste. Manchmal gehen ja auch random kaputt, leider. Ja, gut, ist halt so. So. Nächste hässliche Statue aufgebaut. Gott, die Kinder werden heulen. Ach. Scheiße, tatsächlich. Okay, fuck, gar nicht aufpasst. Sorry. Meine Güte. Ich werde zu halt für den Scheiß da. So, gib mal her. So. Blitzableiter brauchen wir jetzt ein paar. Stackbar. Oh nein, sind sie nicht. Hallo. Brauchen wir nochmal. So. Müsste reichen erstmal. Taka, komm mal mit, wenn du mir jetzt hier oben platzieren. Jetzt muss das Pferd weg. So, perfekt. Keine Ahnung, Blitz ordentlich einschlagen. Gut, dann nehmen wir das Sachen noch kurz hier. Yo, soviel zum Thema Blitz einschlagen. Die Wings kommen da rein. Das Driftwood-Zeug kommt weg. Das andere Zeug verkaufen wir jetzt ganz schnell auf die Schnelle. Da habe ich noch nie groß drauf geachtet, muss ich echt sagen. Das ist ein bisschen doof. So würden sie der mal beachten auf Details im Spiel. Yo. Ja, aber schön, dass er da Straßen eingebaut hat, muss man sagen. So, und Kohle. Jetzt brauchen wir ein bisschen Eisen mal wieder. Ich glaube, ich brauche vielleicht noch ein paar Brennöfen mehr. Aber da brauchen wir dann, Dings dafür. Halt, falsche Kiste, falsche Kiste, falsche Kiste. Ja, krass. Pferd aufräumen. Ich glaube, ich lasse es halt mit Sarge, weil ich bin da gerade echt irgendwie unkonzentriert, weil es echt, das ist jetzt, glaube ich, schon die 6. oder 7. Stunde, was ich jetzt hier auch am Zocken bin mit Sarge, weil die Spray macht gerade nicht mehr mitten im Spiel. Ist zu viel. Wenigstens habe ich eins. Ich habe im Chat geredet, ja. So. Sehr gerne, Mann. Dann danke ich fürs Zusehen. Wir machen es halt über die. Vielleicht morgen weiter. Das, oder am Sonntag. Das sehe ich dann. Ein bisschen runterkommen. Das war jetzt viel Farming für heute. Und viel rumlaufen, rummachen. Und hier was und da was. Und ja, ja, ja. Die Konzentration kriege ich ein bisschen flöten, was das betrifft. Und damit es nicht irgendwie total creepy wird, weil man sich denkt so, oh, Boogie ist ja tot. Juhu, super, toll. Werden wir jetzt einen Cut setzen einfach und mit was anderem fortführen im Stream. Und für die Zuschauer wird es ja noch so ein Flup sein. So, das traditionelle Piep in der Folge. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. K.
Kikariki. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße jetzt willkommen zurück am Stück bei Stardew Valley. Ja, wir machen weiter. Heute hat Gas gibt. Oh, das passt ja sehr, sehr gut. Fortune Teller. So, Glück ist relativ. Sehr schön. Die drei haben wir ja. Da ist Lea Baby. Was geht? Sorry, if I smell. I was reading all night in the heat. Ass. Ihr was. Ihr versteht schon, ihr was. Heiß. Und Kavi ist da oben, natürlich. Na, Kavi, was machst du da? Ich baue Bomben. Okay, dann viel Spaß. Danke. Ich lasse dich mal alleine. Halt's Maul jetzt und geh arbeiten. So, da unten ist noch nichts fertig. Sehr schön. Freut mich sehr. Dann gehen wir jetzt mal raus. Da haben wir ja was. Sehr gut. Das Ding läuft immer noch, oder? 48 Wheat Floor. Cool, lassen wir mal. Das heißt aber, ich kann wiederum mehr Sprinkler bauen, ne? Batteries. Iridium Gold. Das passt. Okay, gerade nur was überlegt. Ja, ja, ist okay, Jim. Komm gleich, bleib cool. Und jetzt mal noch hier rein. Sieht auch gut aus, das wächst, die Geldproduktion läuft und läuft und läuft und läuft. Genau, wir müssen auch bis Herbst arbeiten, mindestens. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, so. Aber wahrscheinlich auch gut, dass wir die kleinen Freaks haben, dass die uns echt helfen. Ich werde wahrscheinlich noch ein zweites Häuslein bauen. Ein drittes meine ich. Ein zweites haben wir ja schon. Starfruits war's. Was noch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Was? Da knurrt mein Hasen, was Bock hat? Oh Mann, die Hühner verdrehen echt alles. Ah, Eier verstecken hier, hä? Schon gesehen, du kleines Stück, du. Mann, du, immer die Hühner. So, jetzt machen wir erstmal eins hier, kurz auch einen Ingame-Kaffee schlürfen. Damit das Ganze hier... geht doch weg, Trick. So, dass sie sich einfach ein bisschen schneller bewegt, ist echt nervig. Ja. Hä? Schon sagen, falsches Equipment. Flup, Milch. Nein, hör auf damit, das kostet alles wertvolle Zeit. So, sehr gut, das hat funktioniert. Du wirst mal demnächst schwanger, Fräulein, das gibt's echt aufs Maul. Dann müssen wir echt mal wochenlang reden miteinander. Eins, zwei, drei, fünf, perfekt. So, dürft raus. Als nächstes Schweinchen. Kurz durchknödeln, dann dürfen die auch raus. Sollten eigentlich auch. Müssen wir mal die Farm ein bisschen genauer absuchen nach Trüffeln, ne? Die Reihenfolge bleibt mal gleich. Als nächstes kommt Mrs. Ziggy. Oh, heute gibt's Milch. Ups. Verklickt, verklickt, verklickt. Und hier noch auch Milch. Oh, sehr schön. Dass die echt mal schwanger werden, du. Ich hätte es nie gedacht. Habe ich? Habe ich nicht. Aber dich habe ich auch geknuddelt, oder? Ja, habe ich. Na, hab raus mit euch. Dann müssen wir noch kurz hier aufmachen. Kurz reingucken. Ah, na, Francine? Charlene. Oh, Francine war die andere vom anderen Hof. Eieiei, das will ich ja nicht mitkriegen. Das gibt nur Stress. Es gibt nur Stress mit den Weibern. So, und da oben müsste eigentlich eine Orange, genau. Hallo. Wie jetzt? Ach komm. Mit Hafer, ich flippe aus. Ah, super. Müssen wir ein bisschen was auffüllen. Opuki, nein. Deine Krankheit schlägt zu. Jetzt muss ich Inventar leer kriegen. Ja, war gut, jetzt Inventar leer kriegen. Wobei das eigentlich ja geht. Der läuft, der läuft, der läuft. Zack, zack. Zack, so. Ah ja, haben jetzt nichts mehr. Doch, da sind noch zwei. Fulalala. Wolle gab es halt keine, das ist okay. Dafür gab es dementsprechend viel mehr Milch. Und flup und flup und flup und flup.
Eine hier, zwei da, eine da, da und da und hier noch eine Milch. Oh Gott. Da unten eine Milch und dann haben wir hier nochmal eine Milch und hier nochmal eine Milch. Ey, es läuft im Hintergrund schon wieder keine Musik, Mann. Da kann man mitkommen, ich brauche die Mandarine. Die Orange, was auch immer. Kann man nicht so aufheben, geht das? Ja, yep, perfekt. Wunderbar, 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 wunderbar. So, dann kommst du daher. Das ist aufholens, fertig das Eisen, sehr schön. Oh, ich glaube, das war Starfruit. Iridium und Fiber? Kann das sein? Hat unten auf jeden Fall noch was angepflanzt, ist es okay. So, gerade nur kurz zum Überlegen gewesen. Und dann müssen wir hier noch was reintun. Wo war es denn da? Da. Ah, jetzt setzen wir uns hier wieder ein. Ah, sehr schön. Wobei es eigentlich groß genug ist aktuell. So war das eine verreckt. Ah, die lassen wir einfach. Scheiß drauf. Seeds haben wir ja, glaube ich, genügend, oder? Das war ein Fertilizer. Ne, 175, das ist nicht genügend. Boogie. Egal, wir müssen noch kurz Material verkaufen. Eins nach dem anderen jetzt. Das. Ach, man doch eine Wolle gehabt, ist egal. Scheiß drauf. Ich überlege gerade, was wir jetzt nacheinander tun. Alles. Erstmal wieder taktisch alles abarbeiten, das ist wichtig. Ich habe das Ding noch dabei, verdammt. Hopp, runner. Dahin. Nein, Taka. Und du auch rein. Hä, da ist Holz drin? Du bist drin? Jetzt fängt's aber an. Hier wird gepfusst. Ich sehe das. Wenn das Holz fort, dann könnten wir eigentlich doch nochmal. Ich weiß nicht, gesagt, Fiber war's. Das und das. Wir gehen mal kurz runter zu dem. Trink parallel noch ein Schlücklein Kaffee. Was geht denn hier ab? Wo fehlt denn hier Weg? Hallo? Und vor allem wie viel? Gott. Ah, Klein hat Geburtstag. Ja, stimmt, aber da gehen wir nicht. Da gehen wir gleich runter. Hin, sobald er offen hat heute Abend. Dann gehen wir noch zum anderen Freak. Habe ich irgendwas vor? Ach, stimmt, ist ja abgeschlagen wegen Baum. Das ist dann doch nicht gewachsen, genau. Das war's. Das war's ja. Genau, okay, passt. Jetzt nehme ich mein Käffchen kurz. Schön angenehm. Schön mild und rundig im Abgang. Vielen Dank, dass wir heute auf jeden Fall so weit kommen. Dass wir genügend Geld zusammen haben, dass wir uns das tolle Spielzeug schnellweise kaufen können, alles. Zack. Zack. So. Wir kommen hier durch. Ja, sehr gut. Ich überlege trotzdem noch, was wir mit Posey nachher spielen. Gibt aktuell gerade nicht so Multiplayer-mäßiges irgendwas. Nein, Stein! Ah, zurück. Ich kann vielleicht mal rein zufällig Stein kaufen, oder? Nee. Und wir finden hier alles so irgendwie mal geschwind 200 Steine. Okay, gut. Kommando zurück. Ja. Wer's nicht, was man nicht im Kopf hat, hat man im Pferd. Das gute alte Sprichwort. Na gut, soll's können wir auch noch kurz abschlagen. Bringt das aber wenig. Hallo Mark, hi. Servus. So, jetzt kurz zurück. Holen wir das Holz. Holz. Wobei ich eins mache. Eins. Das war scheiße jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, machen wir das weg. Egal, was wir umsonst abgeschlagen. Scheiß drauf. So, zack. So. Halt, Stein, ja, das Weizen gerade, das war jetzt unnötig. Egal. Stein. Batterie um auch noch kurz. Ja, dann habe ich aber da einiges. Kurz noch aufräumen, alles wieder schön fein säuberlich. Jojojo. Der Boden kommt noch weg. Ah, da haben wir noch einen Iridium-Sprinkler. Cool. Da muss ich noch ein paar bauen.
anpflanzen.